Versprich mich bitte nicht. Willkommen in Los Angeles, meiner Heimatstadt. Okay, guys. Minuten war schon relativ wenig. Ich dachte, die Leute hier in L.A. wären etwas offener, dass wir schnell Menschen zusammenkriegen, die dann wirklich dabei sind. Wenn ich von Anfang an gesagt hätte, okay, ich selber nehme das in die Hand, dann wäre es wahrscheinlich strukturierter und besser abgelaufen. Aber man ist ja mal erst schlau im Nachhinein, ne? Sie sind so süß. Also die haben den Sieg absolut verdient und deswegen, ich freue mich so sehr für die. Hat man ja nicht drauf geachtet, dass irgendwie jeder vielleicht ein bisschen was hat. Das hat mich schon so ein bisschen gekränkt, weil, ja, also ich achte immer gerne auf alle und ja. Ist halt so, aber das vergeht. Also ich bin hier ja da nicht, um materielle Sachen zu bekommen. Also wenn, dann erarbeite ich es mir lieber. Okay, are you ready? Man kriegt nie wieder die Chance, in so einer krassen Villa zu wohnen. Idee, also quasi, es kommt von unten so ein kleiner Wasserstrahl raus und es ist ganz lustig und das kitzelt ganz toll. Und dann kannst du hinterher dann den Föhn anmachen und der trocknet dir alles unten drauf. Du bist dann lesbisch? Nein, ich bin eigentlich hetero, aber ich bin genauso wie in der, als Mensch, so bin ich ja in der Sexualität doch ziemlich offen. Aber das nennt man ja bisexuell, ja, oder? Ich bin bi. Wie ist es denn hier, wenn ich das mal ganz blöd fragen darf, mit den ganzen sehr attraktiven jungen Damen? Hallo. Hast du dich ein bisschen verknallt? Und? War mega geil. Also, wir sind Stewardess im Space, im Weltall. Ist die Farbe wieder abgegangen? Ihr wisst ja selber, wie wichtig Social Media ist. Weil ihr könnt damit eure Karriere auch steuern. Ne? Du weißt, wie das geht. Ich werde jetzt eure Fotos veröffentlichen und eure Fans haben die Möglichkeit, in den nächsten 12 Stunden überall ein Like drauf zu geben auf dem Foto, das ihnen am besten gefällt. Ui, Vorsicht! Aber wenn sie umfällt, fällt sie das Ganze um. So, ist zu. Tschüss! It might take a while. It's okay, we have time. Ja, wir alle haben gewusst, ich habe die meiste. Wie viel hast du denn? Ich hatte 46.000 vor die 6.000. 64.000. Ja. Ja. Hallo Theresia. Hallo Heidi. Hallo Winnie. Du und ich, wir haben es heute beide nicht so einfach, glaube ich. Ich kann auch kaum sitzen in meinem Outfit. Aber wir lieben Fashion, oder? Total. Ich liebe auch total Fashion. Dir leider sagen, ich habe heute leider kein Foto für dich. Okay. Tut mir leid. Alles gut. Danke dir. Schätzchen. Was ist los? Das ist so anstrengend, alles. Was ist los? Das Fatigue vom Walk war für mich vernichtend. Aber das war nur der Walk. Also ganz ehrlich, da darfst du nicht immer so kritisch mit dir selbst sein. Sei nicht so kritisch mit dir selbst. Kann einen schon auch in dem Moment verletzen und wehtun, das verstehe ich, ja. Aber sie macht ja sonst immer toll und da brauchst du dich keine Sorgen zu machen. Die Simi hatte uns beleidigt, weil sie jetzt nichts von den Klamotten bekommen hatte. Ja, da ist sie halt ziemlich vulgär geworden. Und was hat sie denn gesagt? Sie meinte, dass wir alle blöde
Ja. Und dass sie uns gerne alle mal eine reinhauen würde. Und ja. No way! Sarah attackiert Simone, habe ich als Schlagzeile. Ja, super. Dann meinten sie beide so. Also sowas habe ich noch nie gehört, dass man so ein Mädchen solche Schimpfwörter so von sich gibt, mäßig, weißt du? Und so, ja, ich fand es halt auch mega uncool, deshalb habe ich es auch gesagt. Also ich fühle mich mit mir selbst im Reinen. Ich fühle mich nicht, als hätte ich irgendwie was Schlimmes gemacht oder so. Herausforderung. Was denkst du denn? What the fuck, Alter? What the fuck? Vorwürfen! Also ich war auf jeden Fall sehr traurig und enttäuscht über die ganze Sache. Sowas sage ich halt auf keinen Fall. Und es also die haben gelogen, du hast es gar nicht gesagt? Ich habe das zu niemandem gesagt. Ich habe nur für mich selber, sag ich mal, war ich traurig über die ganze Situation, wie das verlaufen ist. Also du hast selber beschimpft und die anderen Mädchen haben das mitbekommen? Ja. Also du hast nicht irgendwas zu einer anderen Person gesagt? Nein, auf keinen Fall. Sowas würde ich auch niemals machen. Melina, es tut mir leid. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Ich finde, du bist ein super Mädchen. Okay. Es tut mir leid, ich habe heute leider kein Foto für dich. Okay. Alles klar. Danke, dass du hier gewesen ja, bist. Ja, vielen Dank. Oh. Told you girls. Nein. Wirklich? Nein. Ja? Wirklich? Nein. Total. Ich liebe auch total Fashion.